Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind am Start immer noch. Was willst du von mir, hä? Oh, war, glaube ich, keine so gute Idee. Stehen wir vor dem Pol. Oh. War, glaube ich, nicht so eine gute Idee, den Typ einfach wegzuboxen. Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Gut, es war wahrscheinlich hier, weil der Wache. Oh, scheiße. Sorry, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind im Story-Mode mit unserem Freund Trevor. Der hat mal wieder einfach nur Scheiß im Kopf gehabt. Einfach mal kurz einen Typ weg hier in der Box. Bei der, wo der mir ein bisschen auf den Sack ging. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir ein paar Cops an der Backe. Na gut, dann verlüchten wir mal wieder unseren Standardfluchtpunkt. Unten einfach in die U-Bahn. Ich hoffe, dass sie es mal. Ich hoffe, dass sie die Straße nutzen. Na gut, sei Dank. Wo ist ein Zug? Komm, verschwindet einfach. Und der guckt da jetzt alles um. Ich hab 2 Sterne, ich weiß nicht. Gut. Puh. Glück gehabt. Eine große Lieferung Fenster und Felgen gerade eingetroffen. Verschiedene Wagen mit Zeitverkleidung, Spoiler, Rutschestangen, Panzerung. Wir haben immer alles auf Lager. Das ist gut. So. Was war eigentlich geplant heute? Genau. Devin Weston war die nächste Mission. Das war eigentlich groß geplant. Warte mal. Wir hatten noch eine letzte Mission mit Franklin. Aber jetzt machen wir es mal. Wenn wir gerade schon mal bei dieser Serie sind mit den Autos klauen, dann machen wir das so ohne Probleme. Dann machen wir das auch direkt in einem Rutsch, alles Step by Step. Aber das ist jetzt, ja, wie gesagt, erstmal das nächste, die nächsten Aufgaben heißen erstmal Autos klauen. Autos, Autos, Autos. Boote, Boote, Boote. Alter, was für eine Mühle hier. Gott, da ist Tropfenmühle. Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, wenn diese Folge rauskommt, aber ich sage euch trotzdem mal an, es könnte nämlich sein, eventuell Sonntag, also wieder heute oder morgen, ich weiß es nicht genau, wie gesagt, wann die Folge rauskommt. Kein Livestream Formel 1, erst nächste Woche wieder. Es ist nämlich Pause erstmal. Und ich habe auch schon die Bestätigung, oh, mein Auto ist hier gestartet, Bestätigung, dass wir für Williams fahren werden in der neuen Saison. Das ist schon mal jetzt die Bestätigung. Ja, und wir sind wieder bei unserem Kopfrevier. Da steht er doch schon. Police Department. Ach so, ja, wegen dem Hubschrauber, genau. So. Genau. Ja. Begib dich zum Empfang der Polizeiwache. Okay, machen wir das so. Warum nicht? Devin Weston sent me. Oh, right. The helipad is on the roof. Genau, begib dich zum Hubschrauber. Als erstes werden wir uns aber tatsächlich mal hier ein bisschen umgucken. Das ist tatsächlich das erste Mal, überhaupt das einzige Mal, dass wir, glaube ich, ohne Probleme in die Polizeiwache reinkommen. Ja, okay. Das ist das einzige Mal, dass wir in der Polizeiwache hier reinkommen, ohne Problem, ohne irgendwie Sterne zu bekommen. Deswegen gucken wir uns mal hier einfach ein bisschen um. Und nein, das ist natürlich nicht, um die Folge in die Länge zu ziehen. So, genau. Oh, passt ja. So. Kommen wir hier ohne Probleme wieder raus. Ich würde hier eigentlich wieder rauskommen. Wo landen wir denn, wenn wir hier rausgehen? Okay, Gegner bei der verschlossenen Tür. Na gut, ich dachte, ich könnte mich ein bisschen hier umgucken, aber irgendwie ist das nicht der Fall. Dann gehen wir mal da hoch. Die Mission wird auch schon, glaube ich, lang genug werden. Wir müssen noch einen hoch. Das ist nicht das Dach.
So. Noch eine hoch, okay. Ja, ja, ich bin autorisiert. Roof Access. Da ist es. Und da ist der Polizei-Heli. Steig in den Heli. Right along? Sure. Let's go. Boot up the scanner thing. It can pick up those new ID cards, right? When it's on, just fly where I point. Okay, booting up. You can use the stick to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA State License. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. Sounds good. We're gonna go see my pal. So hey, you researching a movie or TV? You're a screenwriter, right? Not exactly. An actor? Kinda smells like you're researching a role. Hey, buddy, look, I got a confession, okay? I'm not an actor, or a writer, or the son of a bigwig. I'm a criminal, and your boss has kinda sold you to me. Sold me? I'm afraid so. Like chattel. Huh? Now we got that clear, you need to know we're looking for a high-value automobile. Once we find it, my guy in the ground will jack it, and we're crazy. So, and then? And then what's happening? And then? Ah, spoiler alert, kid! We killed a witness. Oh, so Reichweite, okay. Who we got over by the oil derrick? My man! I'll give him a scan. Public exposure! What's the deal, Franklin? Man, fuck that. I got a high ass, homie. What time to pick a brother up for any old shit? You want me to take it out on the LSPD representative sitting beside me? Man, just get to how. Dude we looking for is down that way. I'll follow in the car. Howie, you heard the man. Wherever you want to go. So. Eine nette Spielerei. Nette Mission auf jeden Fall, muss ich sagen. Und dass wir den Polizeibeamten neben ihm sitzt. I mean, there's some bad apples in the department, but any accusation of a racist culture, you wanna bullshit me? You can bullshit the freeway. Trevor. We have minority quotas. Yeah, 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 your night sticks out a minority quota. I should take, look, please. We come so far in the last 2 decades. Oh, you're lucky I can't use this thing with one hand and fly with the other. Gut. Come in, Franklin. We're in position over Howick Avenue. What's the name of the suspect? The dude's name is Chad Mulligan. All right? Okay. Chad Mulligan. Roger that. So. Dann gucken wir mal uns erstmal das erste Viereck hier an. Okay, der hat nichts. Das war ein bisschen zu schnell, aber sonst hat er nichts an der Backe. Okay. Deswegen unwichtig. Katie Logan, Steuerhinterziehung. Ja, passt ja. Greg Hole, Zerrummelung an einer kriminellen Absicht. Also die Familie Loden hat wahrscheinlich auch nicht Dreck am Stecken mit der Steuerhinterziehung. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Gut. Nächster Punkt. So, jetzt sind es wieder einige mehr Leute. 4 Leute. 5. 5 sind es. Chad Mulligan, ich hab ihn. Das war mir Zufall, dass ich das auch direkt auf Anhieb bekommen habe. So, der hat irgendwas an der gemacht. Ein Hund. Okay. Easy, pal. He's in quite a fragile state
Okay. Wir brauchen jetzt ja nicht scannen. Wir gucken jetzt erstmal nach, wo der hingeht. Wir wissen ja, wo der jetzt drin ist. Scheiße. Da ist er. Suspects on foot. Okay, I see the chop. I ain't far away. Hey, rise and shine! Huh? Now my seize the day. Go on! Hab ihn wieder. Wo hat seine Mühle denn stehen? Als ob der Mann. Da ist die Garage. Ja, da wird er so mit dem Auto rauskommen, wahrscheinlich. Ja, da ist er. Der setzt die. Der sieht halt eines der teuersten Autos im Spiel übrigens. Das kostet ungeschlagbare 10 Millionen. Glaube ich, 10 Millionen ist oder 12 Millionen kostet der Wagen. Ich versuche immer dran zu bleiben. Alter! Wie der fährt! Genau, da ist der. Da ist er. Uiuiui, ich muss mit der Kamera ein bisschen in der Runde da kommen. Der fällt aber wie sonst weiter. Hier lang? Warum nicht, ne? Ein Parkhaus. So. Slow and steady. This camera's giving me a little air sickness. I get violent when I'm queasy. Yeah, I'm sorry, I'll keep her steady. All garage exits clear. Suspect is in the building. Good. Gut, dann machen wir das nochmal. Ja, ja, ist er nicht. Ich muss gerade gucken. Der ist es nicht. Warte mal. Del Perro, side of the lot. There's a man by a car. I'll check him out.
Hey, this ain't the ride we have. This dude working on a buck. Okay. Looks like a man leaning against the car to my left. I'm on it. Now, what was I thinking? Da. Don't know what he's doing here, but he ain't him, huh? Near side of the garage, on my left, there's a man in a car. This better be him. This better be the guy. Hey, that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something. Really? Das war's. So. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Wer denn hier so beschissen gepennt, geparkt? I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just the dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dawg. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. God, why not? It's about time I settled down. So, dann haben wir das Auto. Man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. So. Da bringen wir jetzt die. Ja, das Schild schon im Weg. Da bringen wir jetzt die Mühle mal entspannt zum Flughafen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann müsste das Auto Nummer 3 gewesen sein. Also dann fehlen jetzt noch zwei Autos, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist gut. Ich bin gespannt, welche die anderen beiden Wagen sind noch. Richtig, ja, mein Auto ist teurer als euer Leben da. Gut. Dann bringen wir die Mühle jetzt einfach mal kurz da weg. So. I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Dankeschön, eine gute danke für die Information. So rum ist richtig. So, ja, das ist hier. Oh, there she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not das Auge like am Himmel hieß die Mission. Man, exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one, then, man? For real. Like this? Or this? Oh, man. Right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now... It is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go.
So, begib dich zum Flughafenausgang. Immer die Mühle hier. Gekommen. Gut, wunderbar. Wir standen das Auge am Himmel. Dankeschön für die Information. So, ja, da das L so fleißig aufblinkt, wird das die nächste Mission werden. Also, wie gesagt, die haben wir geschafft. Lauscher 5. Okay, wir haben 5 mal gut. Ich habe Katze, ja gut, wir werden das Auto. Sind ein bisschen scheiße gefahren. Egal, scheiß drauf. Wir sind fertig für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann folgt eine Nachricht. Ich habe dir einen großen Gefallen getan, Jungchen. Martin wird transportiert bei irgendwas. Er wollte dich und hab noch Türmer ins Boot geholt. Kein Geschehen. Ja, sehen wir dann. Naja, bis dann und tschüss. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder morgen um 20 Uhr. Wahrscheinlich so. Naja, bis dann. Tschüss.